Schönen guten Morgen. Der Erich ist wieder da. Heute zum Samstagmorgen. Ja, wir probieren heute mal wieder was Kleines, nachdem das ja gestern mit dem Jagdpanzer EN100 ja mehr schlecht als recht war. Wir spielen den VK2801. Das war mal vor vielen Monaten der größte Scout, den die Deutschen hatten. Ja, dann kamen so tolle Sachen wie der Aufklärungspanzer und so weiter. Und jetzt ist er einfach nur ein Tier 6 Scout. Aber ich finde den nach wie vor sehr witzig. Also das ist wirklich so ein Panzer, da geht es um die Witzigkeit. Ich habe auch dem eine 10,5er verpasst, die hieß früher immer der Hummeltöter, mit dem konnte man immer schön so eine Hummel mit einem Schuss wegmachen. Und ja, wir sind natürlich auf der perfekten Karte für Scouts, wir sind in Himmelsdorf. Die Freude ist riesengroß. Aber was will man machen? Man kann sich ja manchmal nicht aussuchen. Also ich werde jetzt einmal versuchen, hier mal ein bisschen... Ui. Ja, da kommt direkt ein Nieser, es tut mir total leid, Entschuldigung, aber das ist halt live. Da kann man jetzt leider nichts dran drehen. Wir können jetzt einfach nur ein bisschen hier rumcruisen und mal schauen, ob wir irgendwie ein bisschen Support von unserem Team kriegen. Dann gucken wir mal. Ja, zum Scouten ist die Karte halt einfach definitiv nicht geeignet. Wir bleiben jetzt einfach mal hier hinten stehen. Und schauen mal, was da so noch nachkommt an Leuten. Vielleicht haben wir ja ein paar Leute, die für uns auch was schießen, dass wir denen zeigen. Vorteil ist, wir schießen 10,5er HE, das heißt, wir können überall drauf schießen. Ein bisschen Schaden wird immer passieren. Ja, ausgerüstet haben wir den tatsächlich als Scout. Ui, und da gab es einen Doppelschlag und da sind schon zwei vom Gegner tot. Da hinten kommt der Skorpion. Ui, ja, das war großartig. Das war die 10,5er, wie ich sie liebe. Und angezündet und alles, das ganze Programm. Da ist halt keinerlei Panzerung dran an dem Ding. Das war cool. Uiuiui, das war... Und da haben wir dem Skorpion noch eine gegeben. Verstecken uns hier hinter dem kleinen, aber feinen. Und da haben wir den Skorpion erledigt. Sehr gut. Das war natürlich ein grandioser Auftakt fürs Spiel. Das hat mir sehr gefetzt. Ja, ich liebe meine 10,5er HE-Kanonen. Die sind einfach echt witzig. Und es gibt ja neuerdings, jetzt ist mir aufgefallen, es wird immer mehr so an Fahrzeugen im Spiel, die quasi kaum noch Panzerung dran haben. Also die Zahl von den Fahrzeugen nimmt eindeutig immer mehr zu. Jetzt hauen wir erstmal hier ab und versuchen mal den AT2 eine zu geben. Das ist jetzt so mein nächster Plan. So, jetzt sollen wir uns bei einer verfahren. Mal gucken. KV-1S. Ja, AT2, da kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ha! Aber wir haben ja ein Team. Das ist schön, das ist toll. Hurra, hurra, die Schule brennt. Mir fällt gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich das Ding so lange nicht mehr gefahren bin. Also das ist ja total witzig. So ein kleiner, schöner Stänkerfritze. Ja, jetzt versuchen wir mal hier mit den Bahngleisen von hinten ranzukommen und da so ein bisschen Cromwell IS von hinten anzujuchteln. Ui, das war ja ein hübscher Sprung. Jawohl, das ist ein Strandbuggy mit einer großen Kanone, so muss es sein. Jetzt versuchen wir einfach mal ein paar Spots zu kriegen wenigstens. Na, das ist doch Himmelsdorf Racing vom Feinsten hier. So, fahr mein Junge, fahr. Und wir hauen wieder ab. Einfach vorbeifahren, ein bisschen schießen und die Lücke für unser Team reißen, die dann einfach genutzt wird. Genau, da kommt der Panther und hilft uns ein bisschen. Ach, das läuft. Das ist sehr angenehm. Ich habe gerade echt Spaß hier an der Nummer. Na, komm her, mein IS. Ach, die Sau, die guckt tatsächlich noch in unsere Richtung. Ja,
Skoda T25, komm, den will ich noch. Den nehme ich noch, genau, und jetzt sind wir wahrscheinlich erledigt. Ja, aber wir hatten unheimlich viel Spaß, haben 2 Kills gemacht und das hat doch durchaus Spaß gemacht. Und so, finde ich, kann man den Tag ja durchaus sehr, sehr schön eröffnen. Ja, jetzt sollen sie sich mal nicht hier so haben und mal den IS noch wegmachen. Jetzt kann ich auch gleich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, also grundsätzlich von der Kernidee sollten wir das Ding im Sack haben. Ui, sehr gut, 15-6. Grandios, ich freue mich gerade wie Sau. Das war echt schön und ich ärgere mich gerade, dass ich den nicht viel öfter gefahren bin in letzter Zeit. Ich habe so ein bisschen, man vergisst ihn dann so ein bisschen, dann ist man bei den französischen Scouts und dann hat man die Ami-Scouts angefangen. Aber das war doch ein lustiges Rennen. Ja, also, wir haben 1000 Schaden gemacht. 8-mal kritischer Schaden, das ist dieses HE-Geschieße. Also der IS hat bei uns Kette, Kette, Kommandant, Skorpion, dem haben wir natürlich direkt alles kaputt gemacht. Kommandant, Kette, Geschütz, Kette. Dem AT2 haben wir auch bloß die Kette. Ja gut, das ist nicht so spannend, aber ja, am coolsten war wirklich der Auftakt mit dem 820 Schaden auf den Skorpion am Stück. Das war total schön. Ja, sind wir auf Platz 4. 1100 Schaden, 734. Es ist echt zu zeitig am Tag, um große Diskussionen zu führen. 734 EP und ja, 8 von 8, was Treffer und Durchschläge angeht, ist halt HE. 2-mal daneben geschossen, ist okay. 8000 Credits Gewinn und vor allem 3000 EP. Gut, wir brauchen die jetzt nicht unbedingt, aber also ich sage mal so, das Teil muss ich echt in Zukunft wieder ein bisschen öfter spielen. Also das ist ja wirklich mit Abstand die witzigste Bude, die ich seit langem gefahren bin. Also das ist das, was ich jetzt die letzten Tage immer, wenn ich meine Schnellen gefahren bin, erwartet habe. Und jetzt, der bringt's. Also in diesem Sinne, Leute, kauft euch einen VK2801. Der war mal cool und der ist es immer noch. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn nicht, sagt bitte niemanden. Und bis die Tage der Ära.